der Nutri-Score. Kennen Sie ihn? Nein, kenne ich nicht. Ist das was zum Essen? Ich weiß, was es denn gibt, aber ich achte nicht drauf. Auf vielen Lebensmitteln kann man ihn finden. Grün, gelb, orange oder rot, der Nutri-Score. Kennen Sie ihn? Nein, kenne ich nicht. Ist das was zum Essen? Ich weiß, was es denn gibt, aber ich achte nicht drauf. Das ist die Angabe auf den Lebensmitteln A, B, C, D, E und soll angeben, wie viel Nährstoffe in den Lebensmitteln drin sind. Fast richtig. Es geht um die Zusammensetzung der Nährwerte. Mehr Orientierung soll er bieten und das schon seit mehr als 2 Jahren. Doch wer den Nutri-Score richtig lesen will, muss einiges beachten. Zum Beispiel, dass er nur innerhalb einer Warengruppe funktioniert. Man kann Müslis miteinander vergleichen oder Pizzas miteinander vergleichen. Das ist wichtig. Aber man kann nicht eine Pizza mit einer Apfelschorle, weil die letztendlich nichts miteinander zu tun haben. Und so die Grundidee. Fertiglebensmittel mit verhältnismäßig vielen Vitaminen, Ballaststoffen und Proteinen werden gut bewertet. Für Kalorien, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz gibt es Abzüge. In der Theorie klingt das sinnvoll und doch wirft die positive Bewertung mancher Produkte Fragen auf. Toastbrot bewertet mit A. Toastbrot bewertet mit A. Diese Einordnung sieht auch die Verbraucherzentrale kritisch. Sie erwartet, dass der Algorithmus innerhalb eines Jahres geändert wird. Auch bei Pizzen soll eine Reform kommen. Im Prinzip funktioniert er. Wir haben ein Produkt A, wo weniger gesättigte Fettsäuren drin sind. Und wir haben ein Produkt D, wo viel Salz drin ist und viel Fett. Also da kann man schon auch unterscheiden. Aber prinzipiell werden die Pizzas ab nächsten Jahr oder innerhalb dieses Jahres noch etwas nach hinten versetzt, weil sie einfach als Fastfood sicherlich nicht so gut eingeschätzt werden sollen. Weitere Kritikpunkte: der hohe Zuckeranteil. 90 Gramm Zucker pro Tag werden als Referenzwert zugrunde gelegt. Viel zu hoch, sagen ErnährungsmedizinerInnen. Auch dies soll angepasst werden. Und? Es ist tatsächlich nicht auf allen Lebensmitteln. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und dementsprechend kann man sich noch nicht ganz danach richten. Häufig fehlt er bei Cerealien für Kinder. Wir haben hier jetzt zum Beispiel ein Produkt, das ein D bekommen würde, weil da wahnsinnig viel Zucker drin ist, 37 Gramm pro 100 Gramm. Aber der Hersteller verzichtet darauf, weil er nicht dazu verpflichtet ist. Das Fazit: Ein Fertigprodukt mit einem grünen Nutri-Score ist nicht unbedingt gesund. Doch die Nährwertzusammensetzung ist besser als bei einem Produkt der Kategorie D oder E. Wer sich richtig gesund ernähren will, greift am besten zu unverarbeiteten Lebensmitteln. Die kommen ganz ohne Nutri-Score aus.